So, was ist der Plan? Dafür haben wir keinen Plan. Vergeltung ist das Ziel. Das bringt uns auch nicht weiter, Jarvik. Wir heilen die Genophage um jeden Preis. Alles, was mein Volk jemals sein wird, hängt davon ab. Dann hoffe ich, dass die von Ihnen erwähnte Idee auch gut ist. Eigentlich von ihr. Kalros, wir locken Sie zu dem Reaper. Geht das überhaupt? Strategie klar. Reaper ablenken und von Turm weglocken, während Heilmittel synthetisiert und freigesetzt wird. Warum sollte sie denn kommen? Die Legende sagt, sie ist die Mutter aller anderen Dreschlunde. Das hier ist auch ihr Zuhause. Kalros verkörpert unseren Jähzorn. Noch niemand hat eine Begegnung mit ihr überlebt. Ich hab schon viel riskiert, aber das klingt völlig verrückt. Und der direkte Kampf gegen die Sovereign nicht? Nur so kommen wir zu dem Turm und können das Heilmittel freisetzen. Wir haben keine andere Wahl. Aber wie rufen wir sie? Der Turm steht in einer Arena zum Ruhm von Kalros. Die Salarianer dachten, sie würde Eindringlinge fernhalten. Scheint geklappt zu haben. Dort sind die zwei größten Schlundhämmer, die es gibt. Wenn sie sie aktivieren, kommt Kalros und der Reaper ist beschäftigt. Währenddessen Synthetisierung des Heilmittels im Labor. Klingt nach einem Plan. Sorgen wir dafür, dass wir alle lebend hier rauskommen. Diese Geschichte muss erzählt werden. Moment. Was auch geschieht. Sie sollen wissen, sie waren ein Streiter für das kroganische Volk. Ein Freund des Erdnot-Clans. Und ein Bruder für mich. Für jeden neugeborenen Kroganer bedeutet Shepard. Ab jetzt. Und jetzt zeigen wir ihnen warum. Los, ich schaff das. Ich bin Erdnot Rex und das ist mein Planet. Bis dann auf der anderen Seite. Vorwärts, Shepard. Heilmittel wird bereit sein. Los, greifen wir an! Und wir haben den witzigsten Teil dabei zu erledigen. Wir dürfen die Schlundhämmer aktivieren, die das Ding herlocken. Einen von diesen Schlundhämmern haben wir schon im zweiten Teil kennengelernt, als wir den Initiationsritus für Grunt vollzogen haben. Dieser Stein, den wir damals aktiviert haben. Das war ein Schlundhammer. Die Rachen sind erledigt. Aber jemand muss diese Schlundhämmer anheben, bevor sie einsetzbar sind. Wir haben zu tun, Rex. Zum Glück bin ich ja da. Ich kümmere mich darum. Na gut. Ich weiß doch nicht, was genau du tun musst, aber tu es. Ich kenne mich mit eurer Technik nicht so gut aus, muss ich zugeben. Aber wo müssen wir hin? Natürlich. Hier rein? Hier muss doch irgendwo einen Zugang geben, oder? Von hier drüben lang? Ah, hier geht's hoch. Alles klar. Okay. Wir sind bereit für den Kampf. Noch eine neue schwere Pistole. Wir schauen uns das später an. Jetzt gibt's wichtigere Sachen zu klären. Ursprungsstamm im Lager. Bereite jetzt Heilmittel vor. Schnell, Morgan. Wir sind hier draußen überall. Endlich. Der Reaper. Fuck. Alle in Ordnung? Ich denke schon. Wurden wir gerade von einem Reaper beschossen? Ich glaube schon. Betrachten Sie es als Training. Okay, Shepard. Die Hämmer sind oben. Sie müssen beide aktivieren. Und gehen Sie dem Riesenlaser aus dem Weg. Haha, danke für den Tipp. Wollen wir das wirklich? Daran erinnere ich mich. Bleiben Sie in Bewegung. Ich kann Scheiße. Nicht glauben, dass wir das wirklich machen. Eine Sackgasse. Wo lang? In Deckung bleiben. Das ist ja der falsche Weg. Ich weiß nicht, wo der richtige ist. Ohne Bedeutung. Ich glaube auch, es ist egal, wie sehr wir in Deckung bleiben. Wir müssen in Bewegung bleiben vor allem. Was? Kam der Strahl bei mir vorbei? Ich habe ihn nicht gesehen. Wo war denn da der Weg? Na gut, neuer Versuch. Wir stehen gerade allen Ernstes auf einer Ebene, okay, mit dem Reaper. Die Hämmer sind oben. Sie müssen beide aktivieren. Und gehen Sie dem Riesenlaser aus dem Weg. Wollen Sie das wirklich?
Okay. Hier geht's lang. Bleiben Sie in Bewegung. Oh, fuck. Commander, hier spricht Geschwader Artemek. Wir geben dem Reaper etwas anderes, worauf er schießen kann. Oh, danke, Leute. Sei mit ihnen. Los, rücken wir vor. So, jetzt aber fix hier. Zwei Hämmer, die zu aktivieren sind. Und herzlichen Glückwunsch, wir haben die ganz Großen als Gegner. So, oh shit, ich sehe gar nichts. Müssen wir hier lang? Ich hoffe doch. Oh, scheiße. Was? Ich glaube, das ist einer der Hämmer, oder? Ja. Wir haben den ersten Hammer. Wie geht's voran? Heilmittel liegt fast vor. Evas Vital. Oh, der Reaper, der schlägt hier noch um sich. Der zweite Hammer ist auf der anderen Seite. Zieh! Ja, ich weiß. Oh Gott. Ich bin unterwegs. Oh, fuck. So viel dazu. Der Reaper steht im Weg, ja. Pech gehabt. Man kann's halt nicht sehen, wann die Klaue runterkommt. Oh nein, nochmal beide. Na gut, das muss ja sein. So. Den Frontalangriff benutze ich mal, um schnell durch die Deckung durchzukommen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Methode. Wenn man nicht wieder von dem Reaper erwischt wird. Mann, ich glaube, ich muss hier echt auf gut Glück pausieren, um dann im richtigen Moment durchzuschlüpfen. Oh Gott. Oh Mann, mir musst du echt Glück haben, um durchzukommen. Ja, ich weiß. Kommt die Klaue wieder? Ich trau mich gar nicht weiter. Oh ja. Das war knapp. Okay, wir warten es also einfach ab, bis er einmal zugeschlagen hat. Wir haben den ersten Hammer. Wie geht's voran? Heilmittel liegt fast. Schnell weg. Evas Vitaldaten fallen. Versuche dem entgegenzuwirken. Warum fallen Evas Vitaldaten? Was tust du mit ihr? Mir steht ein Reaper im Weg, Frank. Ich weiß, so. Immer haben Sie den ganzen Spaß. Hau zu, komm. Shit. Oh, nein. Ernsthaft? Oh, ihr Schweine. Oh, das ist so mies. Du musst warten, bis er zugeschlagen hat, darfst aber nicht zu lange an einer Stelle stehen, sonst bist du tot. Linke Seite, einer der Hämmer. Neuer Versuch. Irgendwann wird's funktionieren. Komm schon. Einmal zwischen denen durch. Warten. Okay. Laufen. Den linken aktiviert. Wir haben den ersten Hammer. Wie geht's voran? Heilmittel liegt fast. Und jetzt ganz schnell weg hier. Versuche dem entgegenzuwirken. Wow, fuck. Shepard, bringen Sie den zweiten raus. Okay, Liara ist platt. Mir steht ein Reaper im Weg, Rex. Ich weiß, immer haben Sie den ganzen Spaß. Okay, diesmal hat er uns nicht erwischt. Jetzt haben wir's. Jetzt aktivieren wir das Ding. Komm schon. Zurück zum Truck. Ich kümmere mich um das Heilmittel. Schnapp ihn dir, Mädchen. Meine Güte, ist dieses Ding riesig. Und es gibt immer noch einen, der stärker ist.
Die Natur lässt sich nicht besiegen. Und der Reaper ist Geschichte. Freisetzung in 2 Minuten. Prozedur für Eva, traumatisch, aber nicht tödlich. Malins Forschung, unverzichtbar. Ist sie okay? Bald in Sicherheit. Ihr Überleben ein Glück. Wird neue Regierung stabilisieren, falls Rex dumme Ideen bekommt. Rosige Zukunft für Corgana. Verdammt! Kontrollraum oben auf Mantelturm. Muss Fahrstuhl nehmen. Sie gehen darauf? Ja. Manueller Zugriff wegen STG-Spionage erforderlich. Sorge für korrekte Freisetzung des Heilmittels. Morden, das ganze Ding fällt auseinander. Es muss einen anderen Weg geben. STG-Gegenmaßnahmen verhindern Fernzugriff. Keine Zeit für Anpassung des Heilmittels an Temperaturschwankungen. Nein. Einzige Option. Komme nicht zurück. Schlage Rückzug vor. Explosion wird... Morden, nein. Shepard, bitte. Muss das machen. Mein Projekt. Meine Arbeit. Mein Heilmittel. Meine Verantwortung. Hätte gern mit den Muscheln Tests gemacht. Ach, Mordin, du bist super. Und wieder heißt es Opferung bis zum Ende. Nur das Resultat der Mission zählt. Und diesmal ist es nicht irgendjemand, den wir verlieren. Diesmal opfert sich einer unserer Freunde, nämlich Mordin. Tut mir leid. Mir nicht. Musste so sein. Mach's gut. Jemand anders würde es nicht schaffen. Natürlich. Wer sonst sollte das schaffen? Historiana, Asari, Batariana. Temperatur jetzt innerhalb der Vorgaben. Freisetzung beginnt. Bei meiner Xenoforschung geht es auch um die Krogana. Ich bin ein Vorbildwissenschaftler der Salar. Einer stirbt, um einem ganzen Volk Hoffnung zu geben. Vor langer Zeit hat mein Vater mich an diesem Ort verraten. Seinen eigenen Sohn. Er wollte mich töten. Also musste ich ihn töten. Direkt da drüben. Dazu hat die Genophage uns gemacht. Zu Tieren. Aber sie haben das heute geändert, Shepard. Jetzt kämpfen wir für unsere Kinder, nicht gegen sie. Nur schade, dass Mordin sterben musste. Er hat's für euch getan. Und es war Wiedergutmachung um jeden Preis. Er hätte es nicht anders gewollt. Und wo immer er jetzt auch sein mag. Er legt ein gutes Wort für uns ein. Wir werden ein Kind nach ihm benennen. Vielleicht ein Mädchen.
Aber Ihnen können wir persönlich danken, Commander. Sagen Sie den Turianern, ich werde Truppen nach Pelleven schicken. Und melden Sie sich, wenn Sie die Reaper von der Erde vertreiben wollen. Die Kroganer sind wieder dabei. Leben Sie wohl, Commander. Was werden Sie jetzt tun? Die neu gewonnene Hoffnung verbreiten. Im Kelfigtal versammeln sich jetzt noch Clans. Ich rede mit ihnen und sorge dafür, dass dieses Geschenk nicht vergeudet wird. Danke für alles. Erdnot Bakara nennt sie nun einen Freund. Bakara also. Das war eine großartige Leistung, Commander. Die Heilung der Genophage. Dass ich das noch erlebe. Rex hilft den Turianern, Admiral. Wir bekommen ihre volle Unterstützung. Damit fallen die Salarianer dann wohl raus. Der Preis für ihre Unterstützung war zu hoch, Sir. Ich verlasse mich auf Ihre Einschätzung, Commander. Hoffentlich brauchen wir sie nicht. Hackett, Ende. Commander, Erdnot Rex hat begonnen, Truppen nach Pelleven zu schicken. Sie haben ihren Teil der Vereinbarung eingehalten. Nun halte ich meinen. Die Turianische Hierarchie wird der Menschheit gegen die Reaper zur Seite stehen. Es freut mich, dass wir einander helfen. Nur dadurch können wir die Reaper besiegen. So viel steht fest. Einige Trockendockschiffe sind bereit, beim Bau des Tigels zu helfen. Garrus wird sie koordinieren. Jawohl, Sir. Und wenn der Einsatz beginnt, wird unsere gesamte Flotte der Erde zur Hilfe eilen. Mögen die Geister über uns allen wachen. Ich kümmere mich sofort um die turianische Unterstützung. Sie müssen erschöpft sein. Morden tot, das ist sicher nicht einfach. Ich schlafe, wenn ich tot bin. Wir wissen beide, dass man einen klaren Kopf braucht, um einen Krieg zu gewinnen. Es gibt keinen Spielraum für Fehler. Sie sollten sich eine Weile hinlegen. Ich sorge dafür, dass Joker keine Selbstmordmissionen anschiebt. Wenn was ist, wecken Sie mich. Wieder der Traum. Der alte Traum von den Schuldgefühlen. All die Schatten derer, die wir verloren haben, die wir nicht retten konnten. Shepard, ausgezeichnetes Timing. Und am Ende wieder der Junge. Die, die du nicht retten kannst. Ich habe einige Kratzer und Bäume, aber ich hoffe, die verleihen mir nur mehr Charakter. Das wird nicht passieren. Wollen Sie sie da rauskriegen? Wir sehen uns, wenn Sie zurück sind. Victus. Du wirst sie nie kriegen. Du wirst sie nie retten können. Ist offen. Shepard, da ist etwas, das müssen Sie hören. In Ordnung. Komme ich ungelegen? Nicht ungelegener als in jedem anderen Moment.
Denn Shepard wird seine Schuldgefühle wohl nie ablegen, obwohl er selbst ja eigentlich keine Schuld hat. Er kann nun mal nicht jeden retten. Ich dachte an die Freunde, die wegen des Kriegs nicht mehr da sind. Daran sind die Reaper schuld, nicht Sie. Denken Sie dabei an jemanden Speziellen? An Kaidan eigentlich nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Zudem habe ich nie genug Verbindungen aufgebaut. Ich möchte jetzt nicht darüber sprechen. Ich verstehe. Hatten Sie nicht etwas für mich? Der Salarianische Ratsherr, es ist dringend. Und er hat den Kommunikationsraum angerufen? Der Rat scheint den Tigel durchaus ernst zu nehmen. Wir sehen uns unten. Ob sie es sich nochmal anders überlegen, die Salarianer? Commander, es gibt etwas, worüber wir reden sollten. Sobald Sie fertig sind, die Geschichte neu zu schreiben. Meine Entscheidung steht, Ratsherr. Daran lässt sich kaum noch etwas ändern. Ja, wir werden einige Milliarden mehr Kroganer in der Galaxie haben. Ihr Glück, dass Sie mir einmal das Leben gerettet haben, Shepard. Denn sonst... Ich bin wegen des Vertreters der Menschheit beunruhigt, Ratsherr Udina. Meine Agenten haben herausgefunden, dass er seine Autorität dazu benutzt, große Geldmengen zu verschieben. Zu welchem Zweck, ist noch unklar. Wenn das stimmt, sollten wir der Sache rasch auf den Grund gehen. In der Tat. Kommen Sie zur Citadel. Wir sichten die Beweise und reden unter vier Augen darüber. Valern, Ende. Commander, Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Tja, könnte Udina irgendwie mit Cerberus unter einer Decke stecken? Das wäre jetzt der erste Gedanke, den man haben könnte. Aber wir wollen natürlich nicht vorschnell urteilen. Und wir haben gerade einen riesen Erfolg erzielt. Wir haben ein riesiges Bündnis hergestellt zwischen Menschen, Turianern und Kroganern, wo es niemals jemand für möglich gehalten hätte. Und auch wenn Mordin dabei gestorben ist, der mir äußerst lieb ist, einer meiner liebsten Charaktere in Mass Effect, was ich immer wieder traurig finde, muss ich sagen, es war das Opfer wert an der Stelle. Und wenn man auch bedenkt, Mordin hätte noch ein paar Jahre gehabt, bevor er dann wahrscheinlich eh an Altersschwäche gestorben wäre. Er hätte sich dann halt zur Ruhe gesetzt und hätte an Muscheln herum experimentiert. Und diesen Lebensabend hätte er sich auch verdient, aber ich glaube, am Ende wird er stolzer darauf sein, dass er so gestorben ist, dass er so abgetreten ist, mit so einer Wiedergutmachung. Und so einem Dienst nicht nur für die Kroganer, sondern für die ganze Galaxie. Und dass das von den Salarianern als so negativ betrachtet wird, das liegt an der Blockadehaltung der Salarianer. Die sind selbst schuld. Wenn sie immer noch so hinterfotzig handeln und so dabei agieren. Und dann sich wundern, wenn die Leute anders reagieren, als sie das sich wünschen. Naja, und der Kommentar gerade von dem Ratsherrn, der war ja auch wieder super, ne?